Zwischenfall beim Verfahren zu Südafrikas Klage im Zusammenhang mit Israels Vorgehen im Gazastreifen vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Während im Gerichtssaal eine Vertreterin Israels spricht, ist plötzlich eine Frau zu hören, die Lügner, Lügner ruft. Das Gericht bricht daraufhin die Übertragung ab. Vor dem Gerichtsgebäude demonstrieren Unterstützer Israels. Einige von ihnen halten Bilder von Geiseln hoch, die demnach von der radikal-islamischen Hamas getötet wurden. Südafrika hatte im Dezember vor dem IGH gegen Israel den Vorwurf eines Völkermords im Gazastreifen erhoben. Am Donnerstag stellten die Anwälte Südafrikas weitere Vorwürfe gegen Israel vor, darunter Folter und die bewusste Rückhaltung humanitärer Hilfe. Israel wies die Vorwürfe nun zurück. Anwalt Gilad Noam sagte, es sei ein tragischer Krieg im Gange, aber es gebe keinen Völkermord. Der IGH soll über zwischenstaatliche Streitigkeiten entscheiden. In einer vorläufigen Entscheidung ordnete er im Januar an, Israel müsse alles dafür tun, dass es im Gazastreifen nicht zu einem Völkermord komme. Israel geht seit Monaten massiv militärisch im Gazastreifen vor. Zehntausende Palästinenser wurden getötet. Das Militär reagiert damit auf den brutalen Überfall von Hamas-Kämpfern auf Israel im Oktober.